Für die erste Klasse der Hartwaldschule im hessischen Friedrichsdorf steht heute ein ganz besonderes Fach auf dem Stundenplan. Die Kinder lernen heute, sich in Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität hineinzuversetzen. Jürgen Kremser vom VdK war gemeinsam mit seinen ehrenamtlichen VdK-Kollegen und Kolleginnen vor 2 Wochen schon einmal in der Schule und hat den Kindern das VdK-Buch Captain Kork vorgestellt. In dem Buch macht sich der junge Ben zusammen mit seiner Tante auf die Suche nach seinem entflogenen Papagei Captain Kork. Auf dem Weg durch die Stadt müssen die beiden einige Barrieren überwinden. Dann sind die beiden weitergelaufen. Und Sophie, wo kamen sie dann an? Im Rathaus. Aber was gab es denn da für ein Problem am Rathaus? Anastasia? Da waren Treppenstufen und die Oma kann nicht mit dem Rollator. Ja. Genau, die Oma kam da gar nicht rein. Doch wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man in seiner Mobilität oder Sicht eingeschränkt ist? Das können die Kinder heute in einem Parcours erfahren. In verschiedenen Stationen probieren sie aus, wie es ist, wenn man nichts mehr sieht oder nicht mehr laufen kann. Auch ein Altersanzug ist dabei. Der ist jetzt auch für Kinder entwickelt worden und feiert heute seine Premiere. Super. Und wie ist es mit dem Hören? Ich höre fast nichts. Du hörst fast nichts, ne? Zum Beispiel ältere Menschen, denen fällt es auch schwer von der Bewegung. Also ich dachte erst, wir würden auf größeren Widerstand treffen, aber die Kindergärten sind alle sehr begeistert. Hier an der Schule war es auch so, dass wir das also angesprochen haben und selbst die Schulleitung total begeistert war, dass wir als VdK auch hier auftreten und auch den Kindern mal die Seite der Beeinträchtigung und der Behinderung und der Barrieren vorführen, sodass sie auch ein Gespür dafür bekommen, wenn sie jemanden draußen sehen, dass es alles nicht so ganz einfach ist. Doch Ziel der Übung ist nicht nur, dass sich die Kinder in verschiedene Einschränkungen hineinversetzen können, sondern auch einen erweiterten Blick entwickeln. Wenn ein Mensch etwas Bestimmtes nicht kann, kann dieser trotzdem etwas anderes, vielleicht sogar besonders gut. Wenn man nicht mehr laufen kann, kann man sich trotzdem mit dem Rollstuhl fortbewegen. Wenn man blind ist, kann man trotzdem noch fühlen, tasten und hören. Genau, wo wir dann wieder in die Klasse laufen wollten, da ist so die Schulglocke angegangen. Da muss ich durch die ganzen Kinder laufen. Also als ich mit dem Blindenstock gegangen bin, bin ich immer gegen die Wand gelaufen und im Bad wollte ich nicht raus auf die Tür, sondern wollte in die Toilette rein. Ja. Die falsche Türklinke benutzt, gell? Sonst fand ich alles schön. Bei den Übungen stand der Spaß im Vordergrund. So kann es gelingen, auch schon junge Kinder an das Thema Behinderung und Beeinträchtigung heranzuführen und den Grundstein für ein besseres Verständnis und Miteinander zu legen. Also ich würde sagen, es ist angebahnt. Einige erzählten auch letztes Mal, meine Oma hat auch einen Rollator. Und viele tragen eine Brille, das wissen die Kinder auch. Also angebahnt würde ich sagen, aber ich denke für uns, wir müssen es immer wieder mal aufgreifen. Wir haben durch diese Aktion auch sensibilisiert, dass der VdK ein moderner Sozialverband ist. Und wir natürlich hoffen, dass durch diese Aktion vielleicht auch Eltern, die von den Kindern dann diese Geschichte erzählt bekommen, dann überlegen, ja, die tun ja was. Und wir hoffen auf diese Solidaritätsgemeinschaft. Deswegen ist die Juniorenarbeit für den Landesverband Hessen-Thüringen auch so wichtig. Durch eine gute Vernetzung und ein breites Angebot an vielfältigen Aktionen gelingt es dem Verband, ein großes Publikum anzusprechen und immer mehr Menschen für die Arbeit des VdK zu begeistern. Musik